Hallo Leute, hier nur ein ganz kurzes Video aus gegebenem Anlass. Ich stampfe schon seit, ich glaube 2014 und das Ganze fing ja mit so einem Spielzeug hier an. Mit sowas haben, glaube ich, die meisten dann irgendwann mal angefangen. Ja, ist sogar noch geladen. Wow. Man hat auch schnell herausgefunden, wie man die Teile hier selbst wieder nachfüllen kann. Man hat hier oben das kleine Käppchen rausgenommen. Es liegt wieder rein und da schon eine Menge Geld gespart, aber man sieht ja hier, die werden dann mit der Zeit auch undicht. Das war dann auch keine Freude. Und über verschiedene Verdampfer bzw. Energiequellen, die dann mit den 18650 betrieben wurden, landete ich dann irgendwann bei diesem Sub oben. Aber seltsamerweise seit ungefähr Mitte letztes Jahr, wir haben jetzt den 29.08.2021, vertrage ich das Sub-Ohm nicht mehr. Muss nach dem zweiten husten und habe viel rumexperimentiert und da fiel mir das Spielzeug hier wieder ein. Habe mir neue Cups geholt. Die heißt jetzt Wuse, auch gut, muss man erstmal drauf kommen. Aber da kosten zwei Kapseln immer 7 bis 9 Euro und da quält mich dann doch ein bisschen der Geiz. Und das hatte ich auch damals auch schon gemacht, das will ich euch nochmal zeigen, wie man eine Menge Geld und Ressourcen sparen kann, weil ich finde es schon eine ziemlich Unverschämtheit, einmal für so eine, oder beziehungsweise zwei, 7 bis 8 oder 9 Euro zu nehmen und dann werfe ich das Ding weg, da ist ein Verdampfer drin, Metalle, wo man doch bei den Elektroautos immer so auf diese seltenen Erden und so weiter rumreitet. Aber hier werfen wir dann eine Menge Ressourcen weg. Und da sind nur, wie viel, 4 Milliliter drin. Also ein Witz. Das hier ist eine 10 Milliliter Flasche. Und da habe ich jetzt drei dieser Teile mit aufgefüllt. Das Ding war voll. Jetzt halb leer. Also sind nur 2 Milliliter drin. Müsst ihr mal genau nachschauen, was steht hier drauf. Da sind 2 Milliliter drin. Rechnet es mal aus. 4 Milliliter für 8 Euro. Dafür kriege ich einen ganzen Liter Neutrales. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt, wie man das am besten aufmacht. Nehmt irgendein Zebra oder Küchentuch, Tempo, Taschentuch. Und hier haben wir, ja, die Beleuchtung ist jetzt ziemlich smart. Hier haben wir 4 Nasen, 2 auf jeder Seite. Dann nimmt man ein Messer oder eine ähnliche Klinge. Fährt hier einmal kurz rein, hält hier im Daumennagel. Rutscht am besten nicht ab und schneidet sich auch nicht in die Finger. Öffnet die Nase ein bisschen, geht hier mit dem Daumennagel rein, holt die zweite Nase nach, dann auf die andere Seite einfach nachfahren, das Messer leicht kippen und dann hat man den Deckel schon lose. Den Deckel vor sich abziehen. Hier sind 2 Kontakte drunter, die dann hier in die Verdampferdrähte eingehen und hier links ist ein Spalt und hier ist ein kleines Loch. Dieses kleine Loch wird dann nachgefüllt. Das ist dann diese Nase hier, die das abdichten soll. Und so werden die auch ab Werk befüllt. Ich habe hier noch ein paar leere. Die wiederholen wir dann gerade mal. Das ist auch leer. Möglichkeit auch nicht zu tief reinrutschen. So, vor sich abnehmen. Aber die 2 Kontakte und die Nase, die hier abdichtet, muss dann auch genauso wieder rein. Hier links ist das kleine Loch. Die Flasche nehme ich, da die einen dünneren Hals hat. Die normalen Flaschen, die ich so habe, die haben all diesen dicken. Ihr seht, die ist auch schon etwas älter und abgenutzt hier oben. Und zum direkten Vergleich. Man braucht hier eine recht dünne Spitze,
um hier reinzukommen. Die passt hier fast perfekt. Es klappt jetzt hoffentlich auch vom Licht. Und dann füllen wir die auf. Muss man langsam einfüllen. Es sind ja fast zwei Kammern, die sind ja nur ganz dünn getrennt, dass man das Ganze nicht zum Überlaufen bringt. Nochmal wieder kurz nachlassen, die Luft rausholen. Ups, und dann leicht drehen beim Rausziehen, dass der Einsatz hier nicht rauskommt. Und bis maximal hierhin auffüllen. Wahrscheinlich macht der Fokus gerade wieder, was er will. Aber ihr seht ungefähr, worauf ich hinaus will. Das ist das Ganze. Deckel drauf. Wie gesagt, Nase muss wieder in das Loch. So. Setz mal auf. Funktioniert wieder. Da ist noch Restkäse. Wie ihr Liquid mischt, das findet ihr auf anderen Kanälen. Ich glaube nicht, dass hier das große Verlangen ist, dass ich das auch noch zeige. Solle doch, einfach in die Kommentare. Ja. Und die Kapseln, ich schätze mal, die kann man bestimmt 4, 5, 6 Mal verwenden, bevor man dann wieder neue braucht. Es hilft hoffentlich dem einen oder anderen. Wenn Fragen sind, ab in die Kommentare. Das hier ist der Vibe E-Pen 3. Das Ganze wird jetzt unter dem Namen Vuse oder Vuse oder sonst, wie man das sonst ausspricht, vertrieben. Ja, schauen wir mal. Und wenn mein Liquid, was ich hier habe, leer ist, werde ich mich um eine neue Mischung kümmern. Wer weiß. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.